Ich bin allgemein kein Fan von allen Religionen, egal was für eine Religion. Also ich bin Atheist selbst. Und ja, also für ich persönlich brauche keine Religion. Aber für mich ist es okay, wenn andere Leute ihre Religion ausüben, solange sie mich damit nicht beeinträchtigen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich meine, einerseits ist es schwierig, weil es eben auch viele Muslime gibt, die nicht radikal sind, aber trotzdem nicht lautstark genug gegen so eine Gruppen vielleicht öffentlich vorgehen. Und genau deswegen kann der Eindruck entstehen, dass alle Muslime so sind. Ich glaube, das liegt aber auch andererseits natürlich an der einseitigen Berichterstattung von hier. Also man muss dann halt auch gucken, was für Medien man zu sich nimmt, weil manche eben nur die negativen Sachen in den Vordergrund schieben und nicht die tollen Sachen, die Muslime noch so machen. Ja, also erstmal ist es ziemlich schlimm, was diese Leute machen, logischerweise. Das Problem ist, glaube ich, es liegt einfach, es ist eher ein gesellschaftliches als ein religiöses Problem. Also man hat auch radikale Gruppen hier im Christentum, hatte man früher oder man hat sogar heute noch. Zum Beispiel diese Westbury Baptist Church in Amerika ist ja auch eine sehr radikale Gruppe. Und also ich glaube, radikale Menschen hat man überall. Und das hängt dann eher mit der Bildung oder so zusammen, denke ich, ja.